Es gibt oft Probleme beim Zünden von Raketen. Man will die Laufbahn von einer Rakete genau abschätzen können, aber das kann man nicht. Es ist unmöglich. Jetzt habe ich mir aber was ausgedacht, meine neue Erfindung. Pringles Arm Shotgun. Mit der ist es jetzt möglich, gezielte Laufbahnen zu erwischen. Wie macht man das, fragt sich ich das jetzt. Habe ich mich auch gefragt. Aber es ist ganz simpel. Man nimmt Silvester-Raketen, kann jegliche Raketen sein. Ich nehme jetzt wieder eine Artemis. Genau. Es ist ganz einfach. Man tut sie rein, dass sie ein bisschen eventuell drüber schaut, damit man weiß, da in die Richtung geht sie. Man zündet sie aber davor an natürlich, man hat Zeit ab 5 Sekunden, wenn nicht, dann ist der Arm. Ein Handsch wäre auch empfehlenswert, oder? Weil sonst wird der in der Hand ein bisschen warm. Gutes Argument. Man, es ist eh so kalt. Deswegen, daran habe ich gedacht, habe ich da 1-2 cm drüber gelassen, damit die Flamme, die rauskommt, ja, mich nicht erwischen kann. Ob es funktioniert, ja, das werden wir jetzt zeigen. Ich werde es vielleicht testen, wenn es funktioniert, dann könnt ihr das nachmachen. Ja, könnt ihr das nachmachen. Also. Das ist eine hundertprozentige Garantie, dass ja, das nicht umdraht bei der Zündung und nicht zu ihm fliegt und nicht ihm in die Jacken reingeht. Das wird schon funktionieren. Das. Ja. Also, und als nächstes haben wir noch hier einen Behälter. Hier haben wir eine Jausenbox, was keine Sonne braucht, mit dem haben wir es befestigt und vielleicht, keine Ahnung, können wir damit noch was machen. Wir haben noch ein paar weitere Sachen, nämlich in diesem Rucksack. Hier haben wir die... Genau, und wir haben... Haben wir noch eine Dose? Wir haben noch eine Erdnussdose, die wir mit der kleinen Artemis-Rakete noch in die Luft springen werden. Mhm. Und ja, hier haben wir noch ein paar Artemis-Raketen, unterschiedlich stark. Von klein auf bis groß mit unterschiedlichen Effekten und die Raketen werden wir kürzen, so damit sie in diese Behälter passen und in das Ding hier. Ja. So, jetzt ist es soweit. Ich habe schon genug labert. Fangen wir an. Go! Was hat man das gehört? Und wie fühlen Sie sich? Gleich die nächste. Passt. Landet. Höher. Ja, ist schon besser. So schaut das jetzt aus. Schau her weiter. Echt einmal. Es hat jetzt gerade voll geraucht, aber. So, jetzt werden wir die Raketen in die Dosen rein tun. Die passt perfekt rein. Kommt dann so rein. Und einmal schauen, was das für eine Zerstörungskraft hat, bin selber gespannt. Entweder wird sie nur verbeult oder hin. Das haltet relativ viel aus. Es haltet sehr viel aus, ja. Wir werden, es wird sich nur verbiegen ein bisschen wahrscheinlich. Wir werden den Deckel rauf tun. Wir werden das dann mit Klebeband verkleben, damit bei der Zündung der Rakete der Deckel nicht abgeht und die Rakete nicht wegfliegt aus der Dose, dass das fix fixiert ist. Und hier sieht man die Zündschnur und hier werden wir dann anzünden. Okay. Perfekt. Und die Erdnüsse habe ich mir davor gegönnt. Easy. Ja. Ich hoffe, dass die Teile nicht zu mir fliegen. Gut, ist es zu dir geflogen, oder? Da ist ein Ring. Hui! Ich hab's nur voll in die Gaschen gekriegt, aber sonst ist alles okay. Ja, das war mal zu, oder? Du Scheiße! Oh mein Gott! Hast du den Knall noch hinten gehört? Ja. Der war jetzt noch! Ich war unter, aber schön. Geh mal, schalt aus, du Scheiße! Schalt aus!
Scheiße, Leute. Wow, das war so ein Knall. Es ist in mein Gesicht gegangen. So, jetzt wird die Pringles-Dose in die Luft gejagt. So machen. Weg. Ja, es geht. So Leute, die Pringles-Dosen hat es komplett zerfetzt. War nicht anders zu erwarten. Die Teile liegen da überall. Und genau, wenn ihr mehr von solchen Videos sagen wollt, dann könnt ihr gerne mal kommentieren. Mein YouTube-Kollege, der ist abgehauen, weil uns Leute gesehen haben und der Hirnrissige bin, der noch immer da ist. Da hinten kommen Leute und ich muss mich jetzt verabschieden. Also für mehr so kranke Scheiße, einfach abonnieren.